Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität, an der Hochschule Aalen. Entschuldigung. Herr Greis, Christian, du hast das Wort. Bei uns in Deutschland, wir haben momentan beinahe 20% Menschen, die nicht arbeiten. Wenn Sie die ganzen Kurzarbeitergeschichten dazurechnen zu den offiziellen Arbeitslosen, ist beinahe jeder Fünfte momentan in unserem Land arbeitslos. Unsere Auftragseingänge in Deutschland, in der deutschen Industrie, sind jetzt um 38% zurückgegangen. Das sind Zahlen, die sind ungeheuerlich. Ich bin seit Jahrzehnten passionierter Ökonom. So etwas habe ich noch nicht gesehen, dass alles auf einmal kollabiert auf der ganzen Erde. Und selbst auf dem gesundheitlichen Gebiet sind hunderttausende OPs nicht gemacht worden. Krebsoperationen, Herzoperationen, alles mögliche. Die Leute haben Angst gehabt, sind nicht zum Arzt gegangen. Die Besuche bei den Zahnärzten sind teilweise um 80% runtergegangen. Selbst auf dem Gesundheitswesen gibt es Schätzungen von Leuten, die sagen, wir werden 125.000 Tote sehen wegen der Corona-Lockdowns. Und die Zahl der Corona-Toten momentan offiziell in Deutschland ist unter 9.000. Das steht in keinem Verhältnis, was hier gemacht wird. Und vorgestern hat der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin, einer der mächtigsten Männer der Welt, hat gesagt, wenn jetzt eine zweite Welle kommen sollte, es wird in den USA kein Lockdown geben, sagte Finanzminister der USA vorgestern, weil der Schaden ist viel größer als der Nutzen und nicht nur ökonomisch, sondern sogar gesundheitlich. Ich komme zu den Gründen für diese elendigen Entwicklungen. Der Grund ist nicht Corona, sondern die Angst vor Corona. Und diese Angst, die wird systematisch geschürt. Und diese Angst ist für den allergrößten Teil von uns einfach unsinnig. Denn wenn Sie irgendeine Statistik lesen können, sogar von der Impflobby, sogar von RKI, diese Angst ist für den größten Teil unsinnig. Das Median- und Durchschnittsalter der Verstorbenen ist über 80 und die waren praktisch alle multimorbid vorerkrankt, wie man so schön sagt, schwerst vorerkrankt. Und uns wird weiß gemacht, dass gesunde, junge Kinder, dass sie alle gefährdet sind. Das ist einfach eine totale Unwahrheit. Und natürlich in den Altersheimen und Pflegeheimen ist dieses Corona eine brutale Totschlagkeule. Ja, das werden wirklich tausendweise werden die alten Leute niedergemäht in den Pflegeheimen. Da ist es echt gefährlich. Ich habe auch meinen Papa jetzt seit Monaten nicht besucht, der ist 88, selbstverständlich. Die müssen wir schützen, aber doch nicht Schulen zusperren und Kindergärten, wo die Kinder gar nicht betroffen werden davon. Und für mich ist der Schlüssel zu dem Ganzen die Berichterstattung, die Angsterzeugung. Eine unwahrhaftige Darstellung, die habe ich so in meinem Leben fast noch nie erlebt. Und das kommt von ganz oben. Angela Merkel hat am 13. Mai zum Beispiel gesagt, Corona ist und bleibt also eine Gefahr für jede und jeden von uns. Das ist eine objektive Unwahrheit. Und wenn ich eine objektive Unwahrheit sage und wenn ich weiß, dass es objektiv unwahr ist und ich die Zahlen kenne und Statistik kenne, was ich einer promovierten Physikerin unterstelle, dann ist das eine Lüge von Frau Merkel. Also es kommt von ganz oben, eine Unwahrheit von ganz, ganz oben. Alle offiziellen Statistiken widersprechen dieser Aussage. Und das erzeugt Angst und es soll Angst erzeugen. Und das ist das wirklich perfide daran. Es ist ja ein internes Papier der Bundesregierung aufgetaucht, wo explizit drinsteht, wir wollen Angst erzeugen mit Absicht, indem bestimmte, sogar die Kinder instrumentalisiert werden, Angst zu bekommen. Also, das ist kein Zufall. Das ist geplant von ganz oben mit einem Strategiepapier. Und die Leitmedien, die übernehmen das alle und berichten alle
einseitig. Jeder einzelne Todesfall von einer 23-Jährigen wird auf die Frontpage gebracht. Bei allen Krankheiten sterben auch Randgruppen oder Leute, die aus dieser Gaußschen Normalverteilungskurve rausfallen. Die ganze beruhigende Nachrichten, dass viele nicht davon betroffen sind, gesunde Kinder, Junge, das wird alles die ganze Zeit unter den Teppich gekehrt. So stark ist die einseitige Berichterstattung. Das grenzt absolut an Lüge, was wir hier täglich hören. Diskussionskultur, sowas habe ich in unserem Land fast auch noch nicht erlebt, wobei dreimal mittlerweile habe ich es erlebt, dass Leute, die wirklich anständig honorig sind, dass die einfach beschimpft und diffamiert werden, dass die nicht zu Worte kommen und niedergemacht werden. Das ist wirklich unsäglich und sehr schmerzhaft. Und jetzt versucht man auch, Demonstranten zu diffamieren und fertig zu machen und sagt zu Demonstranten, das sind Rechte, das ist AfD, das sind Esus, das sind Spinner, das sind Impfkritiker. Das ist also, das ist einfach unehrlich, unwahrhaftig und unaufrichtig in einem Ausmaß. Das ist wirklich unsäglich. Ich komme zurück zum Thema Angst. Man sucht ganz bestimmte, also Strategiepapier der Bundesregierung, wir wollen Angst erzeugen. Dann sucht man sich Leute, die eben besonders ängstlich sind. Man nimmt einen Wissenschaftler wie den Christian Drosten. Der ist schon vor 10 Jahren mit absolut unsinnigen Fehlprognosen aufgefallen. Ja, der hat vor 10 Jahren, im Juni 2010, hat er gesagt, zur Schweinegrippe. Bei der Erkrankung Schweinegrippe handelt es sich um eine schwerwiegende allgemeine Virusinfektion, die erheblich stärkere Nebenwirkungen zeitigt, als sich irgendjemand vom schlimmsten Impfstoff vorstellen kann. Das hat Christian Drosten vor 10 Jahren gesagt. Der ist also zertifizierter Fehlprognostiker. Ich war ja 7 Jahre Investmentbanker. Wenn mir jemand einen Tipp gegeben hat, oh, die Aktie ist bombensicher, die geht super hoch und dann stürzt sie ab, sage ich, Junge, mir brauchst nicht mehr kommen. Ja, so jemand glaubt man doch nicht. Und diesen Drosten, diesen zertifizierten Fehlprognostiker, den erklärt mir jetzt zum Sprachrohr die Regierung in medizinischen Fragen. Es ist unvorstellbar. Warum will man denn um alles in der Welt so eine Angst verbreiten? Kein gesunder Mensch würde sagen, das kann Sinn machen. Vor allem, was da besonders beiträgt, sind diese unglaublichen Masken, die abstoßend, unmenschlich und total umstrittenen Gesichtsmasken. Die sollen, meiner Meinung nach, die sollen nicht nur Angst erzeugen, sondern Angst in uns aufrechterhalten. Die Angst soll gepflegt werden. Wer profitiert eigentlich von der Angst? Und da gibt es verschiedene Profiteure. Also, machtgierige Politiker lieben Angst. Die können dann die Freiheitsrechte einschränken und als die großen Macker, als die Zampanos auftreten. Also, die Politiker finden das klasse. Zum Zweiten, die Medien, unsere Leitmedien, naja, Anxiety Sells, so wie Sex Sells, ja, ein angsterzeugender Panikartikel, schön reißerisch auf Bild-Zeitung-Niveau, verkauft sich viel besser als eine ausgewogene Darstellung, wer ist betroffen, wer ist nicht betroffen. Ja. Also auch die Medien haben den Anreiz zu sagen, boah, das aufzubauschen. Es gibt dahinter natürlich noch ganz andere Kräfte. Zum einen die Impfindustrie, selbstverständlich die ganze Pharma-Lobby, das ist eigentlich beinahe schon fast eine kriminelle Vereinigung. Und wenn diese Angst richtig groß ist und dann kommt endlich irgendein Impfstoff, der kann noch so schlecht sein und noch so fragwürdig, dann kann milliardenfach geimpft werden. Das ist ein Milliardengeschäft. Also natürlich, die Impfindustrie ist natürlich dahinter und hat massives Interesse am Schüren dieser Angst, dass die Leute zu Wort kommen, die diese Angst ständig in den Vordergrund stellen. Aber nicht nur die Impfindustrie. Eigentlich ein großer Teil der Großindustrie haben Interesse daran, dass jetzt irgendwas passiert. Denn seit Ende 18 gehen die Auftragseingänge zurück. In Baden-Württemberg, in Deutschland. Die Autoproduktion geht runter. Die Autoabsätze gehen runter. Die Industrie war schon die letzten 2 Jahre immer so am Ringen. Verdammt, wir müssen irgendwas machen, um die Gewinne anzuheben, um Marktanteile zu erhöhen. Und jetzt kommt so ein Lockdown. Und endlich kann die Autoindustrie, die hat freiwillig ja geschlossen,
lassen, weil dann kaufen wir keine Autos, werden keine produziert, die Autos altern und in ein paar Monaten kommt das ganze Ersatzgeschäft und der schwarze Peter ist nicht wir, haben falsche Autos gebaut, sondern der böse Virus war es, das böse Virus war es. Und man kann noch Steuerzahlungen in Anspruch nehmen vom Staat und bisschen die Großen retten. Aber was eigentlich dahinter steckt, meiner Meinung nach, die Großen werden überleben in jeder Branche, in der Chemiebranche, in der Lufthansa, in der Luftfahrtbranche. Die Großen werden überleben. Die sind too big to fail. Die sind zu groß, um sie fallen zu lassen. Man will die Kleinen und den Mittelstand kaputt machen. Und es gibt dazu ein grandioses Vorbild, John Pierpont Morgan 1907, eine Finanzkrise, die kein Mensch normalerweise kennt. Es war eine Weltfinanzkrise, die damals ein Mann ausgelöst hat, John Pierpont Morgan, die Bank gibt es heute noch, JP Morgan Chase, teilweise Investmentbank. Und JP Morgan hat damals mit seinem Bankenimperium aktiv eine Weltwirtschaftskrise herbeigeführt, indem er Kredite erst gegeben und dann zurückgezogen hat, hat Millionen Leute in den Ruin getrieben, die Gefängnisse waren überfüllt und hat dann in der Krise, als die Börse gecrashed war, die Konkurrenz tot gemacht, billig aufgekauft und sich ungeheuer bereichert. Diese Krise war für damals für JP Morgan ein Segen, aber sie war nicht God sent, sie war nicht von Gott gesandt, sondern selbst gemacht. Und ähnliches sehe ich heute. Ein guter Nebeneffekt ist noch, wenn die Leute alle Angst haben und viele Arbeitslose können auch die Löhne drücken und die gehen nicht auf die Barrikaden, die kleinen Leute. Also aus Milliardärsicht, aus Konzernsicht ist dieser Lockdown, hat für bestimmte Gruppen riesige Vorteile. Zum Beispiel JP Morgan Chase sitzt momentan auf 2000 Milliarden Dollar liquide Mittel. Die warten nur bis Herbst, bis alles pleite ist und können dann billig aufkaufen. Diese Gruppen brauchen Angst. Die brauchen Angst, die brauchen Lockdown. Jeder Lockdown heißt zigtausend kleine Unternehmen weniger und die Marktanteile hole ich mir im Herbst. Und die Krise hat ja gerade erst angefangen. Also im Jahresende, fürchte ich, sieht es noch viel, viel, viel schlimmer aus. Die Großen fressen die Kleinen und wollen die Kleinen fressen. Und dafür wird dieses Corona instrumentalisiert. Es geht überhaupt nicht um das Virus, es geht meiner Meinung nach noch ausschließlich um Machtinteressen und Geldinteressen. Also damit komme ich zum abschließenden Punkt und zum für mich entscheidenden Punkt. Es geht hier um Bündelung von Macht bei weniger Menschen als zuvor. Allein in den USA, die 5 Großmilliardäre, Bezos, Bill Gates, Zuckerberg, die haben in den letzten 8 Wochen haben die, glaube ich, 43 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Also wir sehen jetzt schon massive Zuwächse bei den Milliardären und meiner Meinung nach, das ist der ganze Sinn dieser Krise, weshalb man das macht. Diese großen Konzerneigentümer wie Bill Gates, wie Jeff Bezos, die hat niemand gewählt, deren Macht ist ungeheuer groß und es geht um Machtkonzentration und Bündelung von Macht bei nicht demokratisch gewählten Menschen. Das Bündel heißt auf Italienisch Il Fascio. Von Il Fascio kommt der Begriff Il Fascismo, Faschismus. Wir sehen hier faschistische Prozesse. Wir sehen hier eine Bündelung von ungeheurer Macht bei absolut niemals demokratisch gewählten Menschen. Und das ist meiner Meinung nach die Absicht, die dahinter steckt. Das sind ganz extreme antidemokratische Entwicklungen. Und deswegen habe ich die große Sorge um unsere Demokratie. Ich habe die große Sorge um unsere Grundrechte, dass die dauerhaft eingeschränkt werden sollen. Ich habe die große Sorge um unser wunderbares Grundgesetz, das wir uns so bitter errungen haben, gerade in Deutschland. Und dagegen müssen wir uns wehren. Wenn wir schlafen, dann wird das einfach mit uns geschehen. Und deswegen sind wir hier auf dieser friedlichen Demo. Und ich glaube, die allermeisten spüren das intuitiv. Irgendwas läuft hier falsch, irgendwas ist hier richtig gefährlich. Und ich glaube, es ist richtig gefährlich, was wir hier sehen. Und deswegen sind wir hier, glaube ich, und demonstrieren deswegen für Freiheit und Demokratie, für Menschenwürde und unsere kostbaren Grundrechte. Danke.